Ich muss schlafen. Sitzt auf meinen Arm. Also, das heißt, ist auf meinen Arm. Also, ich habe jetzt da in deinen Sportanzug da reingemacht, in deine Schultasche, ja? Hey, du! Weil du es in deinen Turnbeutel packen sollst. Ah, den habe ich noch mitgenommen. Den Turnbeutel hast du nicht mitgenommen. Du kamst in Sportwäsche an. Ja. Ich sehe schon, komm, in 3 Wochen haben wir nichts mehr. So. 3 Wochen habe ich Geburtstag. Guten Morgen. Ach, so wenige? Guten Morgen beim Müller-Ess. Nudeln und Apfelstrudel. Nudeln, ja. Und Apfelstrudel. Und einen Grinsemann, sie. Wollt jetzt ganz ernst gucken auf einmal? Was ist denn los? Ja. Die Cookies an, Papa. Ja, das ist süß, oder? Ja. Das muss man noch waschen. Mom, Papa, die lacht so. Ja. Papa, die lacht dich an. Ja. Und wir gehen jetzt gleich zur Schule. Mama, die muss meine Apfelstrudel mitnehmen. Ah, Taschen. Sporttaschen 2-mal. Schulrucksäcke 2-mal. Und Theater am Morgen wie immer. Also. Jo, welch sind die Kinder? Welch sind sie? Jetzt fahren wir wieder nach Hause und hoffen, dass Mutti auch schon wieder da ist. Schauen wir mal. Mal sehen, was das hier wird. Da will er bestimmt nur wenden. Gut, also bis gleich zu Hause. Oh. Wie war's? Anstrengend, ich schwitze wieder. Ist komisches Wetter wieder, wa? Ist das Wetter? Das ist schwül. Ja, doch, ne? Feucht. Ja, drückend irgendwie. Also heute ist ein wunderschöner Tag. Düster, feucht, warm, drückend. Oh, mal gucken. Könnte nicht schöner sein, ne. Mal gucken, was passiert. Einen Kaffee nehme ich auch. Ist auch definitiv mit Kaffee auch süchtig. Ich meine, wir trinken. Weißt du, wie viel Kaffee da drin ist? Hier unten so viel. Hm? Das ist alles. Der Rest ist Milch. Das kann. Ja, ich halt einen Kaffee. Das ist eine Kapsel. Da ist auch einer nicht glücklich, hm? Ja, spuckt nicht mehr. Spuckt nicht mehr? Willst du mir? Spuckst nicht mehr? Jetzt. Guck mal, kannst du Mama noch mal beobachten? Guck mal. Hallo. Guck mal, wie die aussieht. Hallo. Mhm. Ich habe ja die ganzen Fotos bekommen. Willst du die mal angucken? Ja, dann mach doch. Klar, gib mal her. Fotosession. Ja, also es sind jetzt alle von meinem Handy. Yay, Fotos. Yay. Dann kannst du die alle mal löschen. Yay. Tada. Oh Gottes Willen. Ich guck mir die selber an, bitte. Dann nimmst du das Kind. Ich bin im Schnellverfahren. Hier, ja. Du brauchst gar nicht. Hier. Ich muss wieder zurück und muss mal gucken. Oh, nee, komm, das sieht dann schnell bei mir. Ich habe leider verschiedene Formate. Ich weiß auch nicht. Wie verschiedene Formate? Mal groß, mal klein. Jo, naja, vielleicht insgesamt gleich 115 Bilder. Das kannst du uns so rum. Bitteschön. Hast du noch
ob er die jetzt da liegen lässt. War nicht mal drauf geschaut zu haben. Ja. Niemals. Das hat so viel Plünn. Tja. Dass bei Drogen Geld nicht hilft, ist uns ja bewusst. Es ging ja auch gar nicht ums Geld in erster Linie bei mir, sondern natürlich um den. Das ist regelmäßig. Um diese Regelmäßigkeit, dass er kommen darf, dass er jemand hat, der ihm zuhört sozusagen, der dabei ist, der, dass er abgelenkt ist, dass er nicht draußen rumrennt und rumpennert, ja, sozusagen. Aber ja, das will er halt offensichtlich nicht. Der gute Felix. Wie gesagt, steht dazu. Kriegt nächstes Jahr wieder sein oder eben, wenn er in diesem Jahr nicht noch schafft, diesen Entzugsgeschichte und so, dann kriegt er auch wieder seine Chance. Ist alles kein Problem. Ich hab die Fusseln weggenommen. Ich hab die Fusseln weggenommen. Na, Fusselklau. Kann er immer vorbeikommen. Didi-ding. Prost. Oh Gottes Willen, so schlecht schmeckt doch der Kaffee ja nicht. Ah, Tretlagertausch, um Gottes Willen, erwartet er hier. Mann, deswegen wahrscheinlich. Geh doch mal nach hinten, Tommy, guck dir das doch mal an. Was ist denn da los? Da musst du Tretlager tauschen. Um Gottes Himmels Willen. Skyride Light. Ah, machen wir halt, ey. Lass mal ankommen. Bis gleich. Hey. So, Pucki, Tretlagerwechsel. Ist das ein Pucki überhaupt? Ja doch, ist ein Pucki. Das ist ein großes Pucki. Oh, ist ja warm. Pucki. Skyride. Light. Tada. Offensichtlich Aluminium oder so. Jetzt würde ich gerne eine gute Position finden und dann das Tretlager wechseln von vielleicht dieser Position aus. Tada. Ja, und da läuft ihr jetzt zuschauen von Anfang bis Ende. Ja, ein bisschen Rücken ist manchmal auch zu sehen von mir. Das ist halt so. Zack. Haben wir. Käppchen raus. Auf beiden Seiten. Ach, und hier ist es abgebrochen schon. Aha. Axt, Schrauben raus. Abzieherin.
Und dann drücken wir die Kettenradgarnitur, den Kurbelarm raus. Aber hier ist aber sehr wenig Fleisch zum Ausschrauben. Hoffentlich klappt das. Die eine Schraube, die den Kettenschutz erhält, lösen wir. Ah, okay. Ja, also das ging ja bis jetzt ganz leicht. Ihr wisst, was denn jetzt gleich auf uns zukommt hier. Ganz leicht. Sechzehner. Dann müssen wir 118er nehmen. Ist halt schon ein bisschen rostig oder so, aber eigentlich. Hat ein bisschen Spiel, ne? Das Spiel ist das Problem an der Sache.
In dem Lager ist ja nichts. In dem Lagergehäuse hier ist auch nichts. Und das dauert am längsten hier, das anpassen. Na wunderbar, genau so hätte ich das in der Position. Vielleicht ein Stück zurück, so. Und jetzt einmal festdrehen. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ein gutes Lager jetzt hier drin ist. Wir haben 5,50 Euro Lager getauscht, oder sagen wir mal 8 Euro Lager gegen 30 Euro Lager.
5,50 Euro. Kommt schon eher hin. 5,50 zu 25 im Netz. Jo. Klemmen wir das hier wieder ran. Gut, haben wir. Jo, fertig. Jetzt müssen wir nur noch diesen Schutz installieren. Die sich gedacht haben. So wahrscheinlich. Rein. Aber das so, so, so. Fertig. Tretlagerwechsel. Wie schnell waren das? 18 Minuten. Mit ein bisschen Blabla. Gut. Tschö. Bis gleich. Gut, ich gehe erstmal Hundescheiße entfernen raus, weil wieder die feinen Hundebesitzer nicht weggemacht haben. Das ist ja wirklich ärgerlich. Gott sei Dank habe ich hier so Hundetüten. Kottüten. Das ist doch echt bescheuert. Hab keinen Hund und mach die Kacke weg. Boah, pass mal da nicht hin. Wir sollen jetzt ja nicht für meine Hände geeignet. Ja, das ist gut. Das ist besser.
Na dann, wollen wir mal. Jetzt werden wir vom Laden gekackt hier. Weg ist weg. Und bumm, nicht mehr. So einfach geht das. Gina Henry, Cassetta. Drehtager Tausch. Schönes Rad. Ein schönes Rad. Ursprünglich mal ein sehr schönes Rad. Gina Henry, jeder kennt die Marke, der sich mit Rädern auskennt. So ein bisschen mit der Texas-Typo. Western-Typo Gazetta. Jo. Was absolut abschreckt ist folgendes. Made in Taiwan. Oh, kennt ihr das, ey. Habt ihr wirklich die Produktion ausgelagert auch? Gina Lee, oh mein Gott. Was würde ich sagen? Der Herr, dem das hier hört, der hat den Fehler gemacht, den man nicht machen sollte. An der Tankstelle ist er gefahren und hat mit Hochdruck sein Lager ausgewaschen. Das, da immer schön drin. Und irgendwann hat er dann gemerkt, Scheiße, das geht nicht. Irgendwas ist komisch. Das knackt jetzt so komisch. Oder hat so komische Geräusche. Das knackt nicht, das hat kein Spiel, nichts, ja nicht. Das macht komische Geräusche. Lager ist ausgewaschen, ist kaputt. Da kriegt man es in Industrielager, kriegt man auch kein Fett mehr rein. Nachgepresst ist das Problem, man muss es tauschen. Deswegen tauschen wir es jetzt. Und wie ist Tretlagerzeit? Alles mit Tretlager, 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 Tretlager. Mal schauen, was da für eine Qualität verbaut ist, weil ich meine, Lohe, also allein schon vom Namen her, müsste das Rad ja recht teuer sein. Taiwan, lass uns jetzt mal dahingestellt. Auch die bauen gute Rahmen in Asien.
Ah, oh, könnte auch italienisch sein, dann haben wir Pech gehabt. Dann muss ich das bestellen. Obwohl, Ita habe ich da. Das ist aber mehr. Was ist denn das? War das schon mal großen oder was? Warum ging das so leicht? Also nix Ita. RPM. Kenne ich nicht die Firma. RPM, das sagt mir nichts. Gut, ich mess mal aus und hol neu. Tja, hier ging ja mal alles gut jetzt. Das war ja echt leichter. Also ich sag's jetzt mal so, es war. Ein echt leichter Lagerwechsel. Okay. Jo! Geht. Wo bist du? Hier. Links. Von mir gibt mir nochmal einen Zehner. Ich versuche mir... ja, ich hab nichts, Alter. Bis nächste Woche nicht weiter. Ich versuche heute ab. Eieiei, was los, Mann? Naja, ich hab noch einen 20, Alter. Ich weiß gar nicht, du weißt. Ich bin ja nicht von der Welt. Puh. Ja. Ich versuche einen Zehner noch von dem Fahrradbesitzer noch zu kriegen heute. Wenn nicht, muss ich selber zahlen. Aber ich mache das. Ganz gemacht, weil. Der Fahrradbesitzer war schon hier. Er meinte, du hast gesagt, du hast schon bezahlt. Echt jetzt? Ja. Hat er was dazu gegeben? Nee, hat er nicht. Er gibt da. Bei mir. Hi. Hi, moin. Aber ich bin ja nicht von der Welt. Ja, alle Tür. Okay. Keine Tür. Ciao, Bus. Hey, ciao. Ja, hallo. Was braucht ihr? Neue Schale drin.
Okay. Oh Gott, das will eine minimal Fett. Fertig. Lagertor Schinelli. Schinelli Gazzetta. Probefahrt. Freut mal drauf. Hui, hui, hui. Was ist hier los? Jo, das Fahrrad ist wieder da. Na wunderbar, jetzt wird es gerade abgeholt von der Polizei. Ich bin jetzt glücklich. Weg ist es. Hallo. Moin. Anliegen. Und zwar, ich habe hier dieses kleine Projekt am Laufen, weil ich diesen alten Rahmen gefunden habe beim Keller. Aber ich komme mit dem Steuerteil nicht klar. Also entweder passt der eine Kronos nicht oder der andere Steuersatz passt nicht richtig drauf. Ich habe jetzt zwei Steuersätze, aber irgendwie ist beides nicht so wirklich kompatibel. Und ich kriege auch den alten Steuersatz gar nicht raus, weil ich das Werkzeug nicht dafür habe. Der lässt sich nicht einfach ausschlagen. Das ist aber eigentlich Standard mit Ausschlagen. Ja, ich hab's probiert, das haben wir auch nicht. Schraubenzieher, Schraubenzieher. Ja. Ich kann es ja mal angucken. So, was ist damit los? Musste mal kurz aufschauen, dann siehst du es. Wie du siehst, ist hier der Kronos nicht richtig drauf. Ich glaube, das Einfachste wäre, wenn man hier irgendwie das Plan fräsen würde. Aber ich habe ja auch keine Fräse. Was willst du denn da Plan fräsen? Musst du dir angucken. Der Kronos passt nicht, weil da ist so eine kleine Erhebung drin. Sieht aus wie so ein integrierter Kronos, keine Ahnung, aber passt nicht. Eieiei. Ei, ei. Ja, ich habe mich auch schon ein bisschen damit rumgeärgert. Und was kostet die Schuhe? So? Ich habe noch gar nicht gekauft. Okay, es wird doch schlapp. Ja, ich muss ein bisschen sorgen. Ach, hör auf jetzt.
kleinen Kindern, bei Einjährigen. Dämpferpumpe mit dabei, wunderbar. Ich schreibe das nicht in den Das ist eine 18. Das ist ein bisschen tiefer. Das ist ein rechts. Scheiße, die liefert, die ich schon habe. Und die hast du nicht bestellt? Die habe ich nicht bestellt. Ich habe die mit Kantis auch noch bestellt. Boah, ich krieg die Krise, ich krieg die Krise! Zeig die gleich nochmal, Firmtech. Ich brauche keine Firmtech. Oh. Mit Kantisockeln. Nix pünktlich. Kantisockeln. Boah, kann nicht sein. Haben sie mir falsch geschickt? Halt einfach. Halt, die haben mir falsch geschickt. Firm. Steht da drauf Firm. Im Angebot war aber nicht Firm. Keine Firmtech, sondern mit Kantisockeln. Das war die einzige Abwicklung einfach mit Kantisockeln. Alter, ich krieg die Krise. Was soll ich denn mit der Firmtech? Mit dieser Kack-Firmtech. Ich guck mal wieder runter. Scheiß Dreck. Die haben mir die falsche geschickt, die haben mir 2009er geschickt. Und den 2010er brauche ich. Ich sehe, hier ist sie drin. Direkt bestellt. Nix Firmtech, direkt bestellt. Mit den Sockeln da dran. Nur Firmtech. Ich habe was anrufen. Mein Telefon, ruf ich an, sofort. Spanien, weißt du schon. Genau. Yeah, hello, here is Thomas. I call from Berlin, Germany. I order from you Magura suspension fork. You need the order number. It's 257495. The problem is you sent the wrong one. I order the one with the cantilever. I don't know how it's called for the canti brakes. And you sent me the firm version. Many a firm version, and this fork I have, but I need the for the normal with the Kanti, you know, the Kanti version. This is also the 2009, and I ordered a 2010 model. So what can I do now? Yeah. Yeah, the picture is the right one, but you sent me the wrong one. So the picture is the right fork, and this is what I need.
Ja, that's a firm version. And the firm break is never not available anymore for Magura. That's a big problem. So I cannot use it then. Yeah. And I need the normal 4 Conti and V-brake. So normal V-brake system. Yeah. I don't know what called correctly in English. So. Yeah, so you send me and if you have the right one, you send me the information, or we can change it, or what? Was ist das? Schickt eine raus? Er schickt jetzt eine Retour-Dings raus. Das ist ja schön, dass ich die ganze Kollektion von Maguras dann habe, aber die nützt mir nichts. So, kriegen wir erstmal Retour und dann? Ich muss sie zurücksenden und dann muss er mir natürlich sagen, ob er die andere überhaupt hat, die da abgebildet ist. Ich hoffe, sie haben sie. Kanti-Sockel brauche ich, nicht die. Für den Tisch. Also müssen wir jetzt so lange warten, bis der nicht wieder gemeldet hat. Naja, ich muss jetzt das zurückschicken. Mach einfach alles wieder rein. Pack mal alles wieder rein. Ich hab nichts ausgepackt hier. Nee. Weiter. Die lag auch hier so lose drin. Ich weiß, das ist schon. Er versteht schon, was ich meine. Na, mein Englisch ist ja nicht besonders so. Schade! Naja, das ist ärgerlich, weil ich jetzt wieder nicht die Gabel habe. Und wahrscheinlich haben sie sie auch nicht mehr im Programm. Ich meine, der Karton sieht ja schon doll aus. Ne? Ist ja nicht von mir jetzt hier so. Nur mal so. So habe ich es ja hier aus dem Karton geholt. Jetzt müssen wir hier wieder irgendwas hinbasteln. Scheiße. Ja, aber da brauche ich ja nicht. Nicht dafür zu können. Ich suche mein schwarzes Bündnispapier. Da war noch Geld drin. Ist noch nicht schwarz. Niveau. Was tut der Felli hier? Also Felli ist es ja. Ja, warte mal. Ja, der wieder mit hoch. Hier unten. Das klaut noch einer hier unten. Das sind hier 330 Euro, 340 Euro. Muss man mal finden. Ich zieht mir schon wieder Geld ab hier und hat selber ein 20 in der Tasche. Und ich hab hier nicht mal 20 Euro in der Tasche. Das passt hier nicht mal richtig rein. Ja, weil es schon so voll ist. Das ist auch nicht voll. Musst du an der Brust, an Mutters Brust ruhen? Ist ja auch so, als hätte man so ein Eis in Reichweite und kann nicht dran lecken. Irgendwie ist auch so doof. Und so, oh, immer so. So Quatsch. Wieso Quatsch? Ja, manchmal macht es ja auch wieder, wenn man sich so macht. Ja, und alle verheben es. Kommt näher ran. Naja, gut, Gabel ist auf dem Weg zurück, hoffentlich bald, und dann krieg ich vielleicht die passende. Endlich, ey, kann ja nicht sein. Schicken Sie mir die falsche. Unmöglich. Wahrscheinlich hatten Sie nur die und haben das ja nicht geändert, die Beschreibung nicht geändert. Hey, Bock, kann die never, kann doch nicht so schwer sein. Ich will das. Und gut, halt mich mit Wolfgang. Ja. Sowieso ertragreicher, als mit dir zu quatschen. Kommt da nicht bei raus. Ich erlebe ja auch nichts. Marlies macht auch immer die Kamera haben den ganzen Tag. Das ist dann, seht ihr immer nur so. Und immer wenn ich reinkomme, so, ah ja, ich habe ja heute schon, gemacht. Das stimmt gar nicht. Mhm. Das ist so gemein. Kann ich den ganzen Tag schlafen? Nein, drei Viertel, außer wenn ich dann hochkomme halt, dann müssen wir. Ja, gut, wenn ich stehen muss, was soll ich dann machen? Muss ich denn stehen dabei? Geht doch, hilft da. Tüten raus, Nikolaus. Ja. Komm jetzt mal kurz bei dir vorbei. Ja, mach mal.
Der kam ja schon, ich habe ja gesehen, der kam ja schon ein paar Mal, war der schön. Ja, der war schon ein paar Mal da. Ja gut, wenn er mal jutet hat, ist er schön. Aber der reicht ja nicht. Ja, jutet hat, ja. Ja, ja, aber. Ist das jetzt so? Oh. Ah ja, na gut. Es ist wie das war. Ja. Ja, bitte. Willst du ein Set kaufen? Jetzt kommt der nächste. Du hast auch schon einen Buchstaben angeboten gekriegt. Was sagt man mit dem Set? Thomas. Ich hab schon ein bisschen gelitten, aber sieht noch einigermaßen gut aus. Zettico, ach, hier ist selber drin noch. Was wollt ihr haben dafür? 10 Euro, 5 Euro, 1,50. Ah! 1,50 ist im Kurs, ja? 1,50 für einen Cent. Ist aber defekt. Der Z von Commerzbank habe ich jetzt gekauft, jetzt bin ich Anteil. Wie sagt man Teilhaber? Jetzt bin ich Aktionär. Ja, 1,50 Euro. Ich sage ja nicht, egal, ja, die Leute haben alle einen Hammer. Und 10 Euro wollte er haben, was ist? Nein, also ich sag gar nicht. Ich hab nicht. Ich hab nicht eine Wortermusik Stimme, ich kenne den Körper. Da kommt er wieder um die Ecke, da fährt er extra mal los. 1,50 kommt, ja, hier komm, nimm. Jetzt halt einen scheiß Zettico. Warum hab ich gerade so gelacht? Oh Mann, ey. Quatschen kann der wie so ein Pappe. Kennt ihr die hier, die großen Dinger? Will. Ich wollte sie ein Set kaufen. Genau. Ein Set. Quatsch, kann der wie so ein Pfarrer, der Typ. Ehrlich. Der wird genauso wie der andere heute vom Mittag. Der will handeln. Und zum Schluss ist er ja, ich kann jetzt auch mit die Scheiße ab. So ein Lampe drin? Kannst du oben machen, mit Strom machen und die Lampe machen, dann kannst du natürlich draußen das Licht. Eine Verlängerung schon. Aber ansonsten kannst du es vergessen. Kunststoff, alles bröselig, alles bröckelig. Da kann ich jetzt ja. 1,50. Was für ein Scheiß, ich habe gehofft, der sagt nicht ja. Jetzt zeig ein Z. Ich hab das, ich hab den Dollar. Nie gehört ein Stück von der Commerzbank. Ich hab. Wo der die Scheiße alles herholt. Ja, vom Müll. Das sag ich doch, von der Straße. Ja, ich, naja, los. Ich hab dir das für alle getan, auch wie ein Blinder. So eine Blinde. Brille um, was soll eine Brille auf euch ist. Oh Mann, ey. Ja. Was soll ich jetzt hin damit? Oh Mann. Der Bart so. Alle verklingelt. Also wirklich.
Mir hört ein Teil der Kommerzbank. Sag mal, Sie so beruflich, mir hört ein Teil der Kommerzbank. Das geht dann nicht wieder 1,50 Euro. Ja, zwei Bier? Bier, zwei Bier. Ja. Zwei Bier sind das. Scheiße. Ich staune. Heute auf Montag kommen sie alle Hanser essen nur aus heute. Na, die Hälfte vom ersten. Die Hälfte vom Monat ist um. Ja. Oh. Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte ist um. Die haben alle keine Schütte mehr. Keine Asche. Und ich kommt noch. Und ich kommt noch knapp 50 Euro bis zum ersten. Na, ist ja auch nicht viele. Ja, nee. Ja. Ich kann nicht jetzt sagen, ja, ich verkaufe der Sätze und dann habe ich oder leider der Sätze. Naja, gut. Uff, Feuerfern, ich will jetzt nicht mehr. Hör mal, jetzt geht's ja los und holt die alle, jetzt geht's ja los, holt die anderen 6 Schilder dafür. Ja, kann er doch machen, soll er mit Kommerzbank komplett kufig im Abstück 1,50. Das kommt ja schon wieder, das hat er schon wieder was. Aber so einzeln als Regner mit. Mit so eben so einem Ding, was ist ja. Nein, ich kann mal hören, wie die sagen, der kann alles gebrauchen, der kann alles gebrauchen. Ja, ich kaufe halt alles, wa? Ja, ja, los. Das wird der Tröler so ungefähr. Bin ich doch. Ja, hab ich ja auch. Hab ja auch Tröler. Aber wenn ich hab ja kein Problem damit, wisst ihr auch. So ja. Aber wenn das nutzt ist, sowas, wenn du dich mehr dran nutzt ist, was du brauchst. Ja, brauchen tut man nicht. Das ist ja nicht die Länge zum Flexen, sondern einfach nur die Zeit kurz dafür zu haben. Ja, ja. Deine Kinder aus der Schule, oder? Geht doch. Eis! Mein Eis! Papa! Ja, Mama nicht. Mama ist nicht da. Mama ist Skadi abholen. Die Mama ist die Skadi abholen. Darf ich haben? Ja. Dankeschön. Meine Mama wollte Eis kaufen. Sie haben nur eine Schnecke gefunden. Oh, nur eine Schnecke. Nur eine Schnecke, alle sind nicht da. Die Stecken so. Na komm, gehen wir mal gucken, was Mama macht. Mama ist oben. Zeit für die Kamera und noch ein kleiner Beitrag zum Thema, warum ist mein Fahrrad platt? Ist der Reifen platt? Grund Nummer 1 ist eigentlich immer Fremdkörper sozusagen, die durch den Mantel stechen und sich dann natürlich den am Schlauch zu schaffen machen. Grund 2, kaputtes Felgenband. Grund 3, zu lange Speichen. Keine Ahnung, wer die da eingebaut hat, aber könnt ihr das sehen? Die ist ein bisschen lang. Vielleicht hat irgendjemand die einfach nur so ein bisschen, noch ein bisschen mehr rein gedreht und das war's. Die muss ich abschleifen, Felgenband müssen wir ersetzen. Ja, damit wird das jetzt ein bisschen teurer. Das Ganze, weil mit Speiche abschleifen und Felgenband ersetzen sind halt 5 Euro mehr. Aber es muss ja gemacht werden, also das ist ja Fakt. Ne? Nicht immer von außen kaputt, manchmal halt auch von innen. Zack. Denn da die Speiche reingedreht. Also wirklich, hier, alle anderen kurz. Das ist ja auch kein Speichenfehler. Die ist lang. Zu lange Speiche. Das ist natürlich dann nicht nur ein normaler Schlauchwechsel. Deswegen ist es ja klar, dass es mehr kostet. Was man von außen nicht sehen kann, kann man auch den Kunden noch nicht vorab berechnen.
Schwuppsiwupps. Hemd versaut. Brille am auf. Alles gut. Schön glatt geschliffen. Wunderbar. Jetzt noch ein Felgenmatt. Und dann bin ich glücklich. Felgen lassen, ne? Keine scharfen Kanten mehr, wunderbar. Dennoch gehe ich noch mal mit einer Feile drüber. Jawohl, Hammer. Perfekt, jetzt noch ein bisschen runtergeschliffen hier. Noch perfekter geht's gar nicht. Jetzt ein Felgenmal drauf und alles wieder einbauen. Du hast hier richtig Luft drauf gemacht, Mensch. Dankeschön. Ja, hast du das Messer drinne gefunden? Da sagt man dem Kollegen, der hat gerade abgeholt hier, das Hollandrad, da sagt man dem Kollegen, was man alles extra gemacht hat und dass das 5 Euro mehr kostet und er, also sprich statt 16 Euro jetzt 21 Euro und er sagt, wenn ich dir 20 Euro gebe, ist das doch okay, oder? Stellen sich mir die Nackenhaare auf. Aber er hat dann immerhin doch umgeschwenkt und dann statt 21, 22 Euro gegeben. Und dann hat er noch danach gefragt, ob ich das Rücklicht auch nachgeschaut habe. Das fiel mir gar nicht mehr ein. Da sagt er, klar, das habe ich ja auch gemacht. Funktioniert auch wieder. Ach, na denn. Also. Ah, furchtbar. Ich mag das nicht. Ist schon so günstig, alle Tiere. Und bis 21 Uhr. Ja, da muss man doch freiwillig schon mal springen lassen. Unglaublich. Gut, next.